Geistesrichtungen. Und der Fürst der Welt weiß, seine Zeit ist extrem kurz. Er hat ja schon alles verloren, ja, für sich. Aber er will noch möglichst viele mitreisen. Mhm. Und das ist mein Schmerz. Ja. Und die hat zu mir gesagt, Maria, wenn du nicht schon im Reich Gottes wärst, würde ich dich in die Politik holen. Mhm. Dann habe ich gesagt, du, da bin ich aber sehr dankbar, dass ich nicht in die Politik komme. Halleluja. Aber weißt du was? Jetzt kommt die Politik Gottes. Mhm. Ist keine Demokratie. Mhm. Das ist ein Königreich. Amen. Herzlich willkommen, liebe Maria. Ich danke dir sehr, dass du dich bereit erklärt hast, mir Zeit zu schenken, mir Fragen zu beantworten. Und ja, wir haben gerade nur gebetet, dass wir wirklich sprechen, was der Herr möchte, was ihm wohlgefällig Amen. Ist und auch, was die deutschsprachige Welt, die Gemeinde, hören Amen. Soll, hast Amen. Du gesagt. Amen. Genau. Ja, wir sind hier in Hochimst, in deinem erst gegründeten Werk. Ja. Und wir haben uns gerade ein bisschen ausgetauscht und ich bin sehr dankbar, dass du immer wieder auch zu uns kommst und Gerne. Man sieht dein Herz für dieses Werk und gleichzeitig sagst du, ich habe es abgegeben, weil du auch spürst, dass der Heilige Geist Amen. Hier am Werk ist und auch hier die Leitung Amen. Hat. Ja, jetzt wollte ich dich als allererstes fragen, du bist Tirolerin, du kommst aus Innsbruck. Jawohl. Und wir reden immer wieder auch über Identität. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob du dich überhaupt noch als Tirolerin empfindest, als Österreicherin, oder ob du sagst, mein Herz ist schon viel mehr in Afrika, oder aber ob du sagst, das hat gar nicht mehr viel mit meiner wahren Identität zu tun, weil Amen. Ich bin Königreichsbürgerin. Amen, Amen. Ja, ich wurde geboren in Tirol. Und da muss ich ehrlich sein, mir war das Tirol immer zu, wie soll ich sagen, die Berge waren die Grenzen, okay? Es war mir einfach zu klein, zu eng. Und ich bin schon als Kind öfters auf einen Bahnhof gegangen und habe sehnsüchtig den Zügen nachgeschaut, weil ich mir gedacht habe, hinter dem Berg muss nur eine große Welt sein, ja? Und ich habe schon als Kind eine Sehnsucht nach der großen Welt gehabt. Und das war schon eine Gnade von Gott. Das war schon ein Zeichen meiner Berufung, ja. Ja, freilich, meine Wurzeln sind Tirol, ja. Aber um ehrlich zu sein, ich fühle mich jetzt in Afrika mehr zu Hause und passender noch wie in Tirol, weil ich war immer da herum nicht die Stärkste. Ich war immer schon da unten, verstehst du? Mir war die Intuition sehr wichtig. Und die Logik, mit der habe ich eigentlich weniger am Hut gehabt, gell? Und da bist du in Europa ein bisschen daneben, ja. Aber in Afrika bist du total daheim. Weil die sind viel mehr da unten, wie da oben. Ja. Bei denen muss man alles entfalten lassen. Da geht es nicht ums Wissen, ums Können, sondern da geht es um das Sein. Aber was ich gelernt habe, ist, weißt du, wenn ich jetzt wirklich meine Identität vom Himmel her betrachte, dann bin ich eine Königstochter. Dann ist mein Papa der König aller Könige. Dann ist der Herr Jesus mein Erlöser, mein Meister, mein bester Freund, mein Bräutigam. Dann, weißt du, diese Welt ist ja nur wie ein Puffer, ja. Mhm. Aber unsere ewige Heimat ist der Himmel, ist die Gegenwart Gottes. Und ich bin eigentlich schon sehr fixiert auf die Ewigkeit. Denn das ist die beste, entscheidendste Antwort, die wir geben müssen dem Leben. Wo verbringe ich die Ewigkeit, wenn der Vorhang fällt? Und da freue ich mich schon sehr auf meine ewige Heimat. Mhm. Und die Bibel sagt sogar, bei der Geburt soll man weinen und beim Tod soll man sich freuen. Mhm. Weil die Bibel sagt, kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört, es ist in kein Menschenherz eingedrungen, was Gott vorbereitet hat für die, die ihn lieben. Also um ehrlich zu sein, ich habe schon manchmal Leute beneidet, die schon heimgehen durften. Und zwar in die richtige Richtung, ja, in die Herrlichkeit. Aber ich lebe, wo immer ich bin, da bin ich, okay? Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass Gott mich nach Afrika geschleudert hat. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo es eben wieder total unlogisch war, ja. Ich war schon 60 und
meine Familie mich eher in ein Irrenhaus stecken wollte, als nach Afrika fliegen lassen, weil sie gesagt haben, ich habe den Verstand verloren. In dem Alter, wo die Krankheiten anfangen, nach Afrika zu gehen, wo es keine medizinische Betreuung gibt, weißt du, diese Welt hat keine Ahnung von Afrika. Ich habe jetzt schon 3 Krankenhäuser gebaut, beste Qualität, okay? Aber ich brauche sie nicht, weil ich nur gesund esse und Heilkräuter esse. Aber die jammern schon, dass ich sie nie besuche im Krankenhaus. Ich sage, ja, kommst du zu mir zum Kaffee? Aber als Ärzte brauche ich auch nicht, Gott sei Dank. Ich habe mich inzwischen auch entschieden, gesund zu sterben. Was aber nicht heißt, dass ich nicht dankbar bin für Ärzte. Ja? Zum Beispiel, meine Hüfte gebrochen habe, war ja extrem dankbar für den Arzt. Weißt du, da habe ich gewusst, der Mann lebt nicht von seiner medizinischen Ausbildung, der mich operiert hat. Und ich habe ihn gefragt, habe gesagt, Herr Doktor, Sie sind nicht religiös, oder? Ja, ich sage, überhaupt nicht, aber gläubig. Wenn der Patient in der Narkose ist, lege ich die Hände drauf und sage, Heiliger Geist, komm jetzt und lass mich dieses Problem lösen mit deiner Weisheit. Und er sagt, und dann führt mich Gott, mir ist noch keine Operation misslungen. Und so einen Arzt schickt mir Gott, ohne dass ich gesucht habe oder gekannt habe. Weißt du, und so müssen wir alle, in das muss man hineinkommen, dass wir Gott zur Verfügung stehen, nicht er uns. Amen, ja. Was jahrhundertelang haben wir gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Raus aus dem Gebäude, das wir Kirche nennen, wir sind die Kirche. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Wir haben mit den Prinzipien der Welt Reich Gottes gebaut. Und im Reich Gottes sind ganz andere Prinzipien. Und da freue ich mich so, wie ich das bei euch spüre, weißt du, wie der Heilige Geist dieses Werk führt, wie ihr eine Familie seid, wie ihr ein Organismus seid, keine Organisation, wo der Mensch in Kontrolle ist, sondern Gott ist wirklich hier in Kontrolle. Und darum habe ich eine unwahrscheinliche Freude und Dankbarkeit, dass ihr diesen Schritt der Abhängigkeit von Gott gemacht habt. Ja. Amen. Und das ist es, das summt auf. Ja. Es ist auch ein Privileg für uns, hier leben und dienen zu dürfen. Und weil du auch gerade angesprochen hast, was eigentlich die Gemeinde auch braucht in Zeiten wie diesen und wie Nachfolge ausschaut, auch deshalb sind ja diese Lebensseminare absolut so ein Schatz, weil sie auf der einen Seite zurückblicken in das Leben und sagen, was habe ich auch wirklich aufgegeben? Der Herr hat mich herausgerissen aus dem Reich der Finsternis, das aber auch abzuschließen und in wahre Nachfolge zu führen. Und wir denken, ja, das braucht der Leib bis heute und deswegen sind auch die Lebensseminare bis heute wirklich eine stabile Säule des Dienstes hier. Darf ich dazu was sagen? Ich war ja extrem religiös, ja. Weil alles, was ich tue, mache ich hundertprozentig. Auch wenn es dem total daneben ist, ja. Und da war ich eben total römisch-katholisch, ja. Tun, 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 nicht tun, nicht tun, nicht tun. Also total getrieben von einem Geister. Mehr noch und besser noch. Und ich kann mich erinnern, also der Karfreitag war für mich die Katastrophe jedes Jahr. Da bin ich vor dem Gekreuzigten gekniet, der nur am Kreuzkant ist, ja, und habe um Vergebung gebeten, was wir ihm angetan haben. Und da muss ich dazu sagen, zu meiner Schande, ich habe mich ja so angestrengt, jahrelang ein braver Mensch zu werden. Und da habe ich gedacht, weißt, der Herr Jesus musste für die bösen Menschen da draußen sterben. Für mich hätte man ja eine andere Lösung finden können. Reiner Hochmut, reine Selbstgerechtigkeit. Und dann war ich wieder mal am Karfreitag vor dem Kreuz und habe Gott, Jesus um Vergebung gebeten, dass wir ihm solchen Schmerz zufügen. Und auf einmal klopft es auf der Schulter, ich schaue um, ist keiner da. Denke ich mir, komisch, ja. Ich heule weiter und dann klopft es wieder. Da schaue ich wieder, wieder niemand da und habe gesagt, Herr Jesus, bist das du? Sagt er, ja, ich hänge da oben nimmer. Das war meine Auferstehung mit Jesus. Halleluja. Und die meisten in diesem Land haben noch nicht begriffen, wer sie sind in Jesus. Die kämpfen immer noch darum, endlich das zu werden, wovon sie glauben, dass Gott träumt, aus bösen Menschen brave zu machen. Das war nie das Ziel Gottes. Er wollte aus Toten Lebendige machen. Das ist ein totales neues Lebensprinzip, verstehst du? Und da haben mein Mann und ich erkannt, dass eben so viele, die sich Christen nennen, noch keine Ahnung haben, wer sie sind als Christ. Sie versuchen zu tun,
alles Mögliche. Aber sie wissen nicht, wer sie sind. Amen. Und aus dem Tun werden wir nie in die Gerechtigkeit Gottes kommen, weil die können wir uns nicht verdienen. Wir sind alles Todeskandidaten, schon geboren mit einer Sündennatur. Ja. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Ja. Und von dieser Natur müssen wir frei werden. Und die hat Jesus am Kreuz auch bezahlt. Und eben erst wenn wir erkennen, nicht ein Baby in einem Krippele und ein Toter an einem Kreuz, sondern der Auferstandene. Amen. Und dass der in uns leben will und dass du und ich die Kirche sind, die Gemeinde Jesu, dass wir der Tabernakel Gottes sind, dass wir, das ist so eine umwälzende, befreiende Erkenntnis. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Halleluja. Wir sind die Stellvertreter Jesu Christi auf der Welt. Wir sind die Botschafter des Königs aller Könige. Ja, sag einmal. Wir sind der Traum Gottes in seinem Herzen, das Potenzial in seiner Hand. Jeder von uns. Und da geht es nicht mehr um Gemeindemitgliedschaft, sondern um Jüngerschaft. Und da möchte ich das Wort, weißt du, das haben wir im Matthäusevangelium, die letzten Worte, 28, Vers 18, da sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht hin, also kommt in Bewegung. Wir sind herumgesessen. Gemütlich, fein, ja. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, nicht zu Kirchenmitgliedern, nicht zu Konfessionen. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, in den Tod und in die Auferstehung Jesu Christi. Und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Weißt du, das Ziel, also du kannst erst ein Christ sein, nicht wenn du als Baby getauft wirst. Mein Papa hat mich mal gefragt, Papa, bist du überhaupt Christ? Sag er, was hast du denn? Ich bin doch in Österreich geboren, ja. Da glauben manche, weil sie in Deutschland geboren sind, in Österreich oder wo, sind sie Christen. Dann habe ich gesagt, Papa, du wirst genauso wenig zum Christen, weil du in Österreich geboren wirst, wie du zu einem Auto wirst, wenn du in eine Garage gehst. Oder zu einem Hamburger, wenn du zu McDonald's gehst. Ich habe gesagt, Christ. Ich habe gesagt, Papa, das liegt total daneben. Gott sei Dank durfte ich ihn 5 Tage vor seinem Sterben zu Jesus führen. Aber bis dorthin hat er sich sehr gewehrt. Ja, also Jesus kam, um das Reich Gottes auf die Erde zu bringen. Halleluja. Nicht wieder ein System der Demokratie. Jesus kam, um sein Reich, dass wir sein Reich vom Himmel auf die Erde holen. Dass wir alle so werden sollen wie Jesus. Das ist das Ziel. Ja. Nicht wie der Papst oder wie sonst jemand. Und weißt du, das hat mich auch so überrascht. In der Apostelgeschichte 12, weil du findest in keinen der Evangelien das Wort Christen. Mhm. Keinen. Nur Jünger. Und weißt du, das Wort Jünger, das liebe ich. Wenn du ein Jünger wirst, wirst du immer jünger. Das nehme ich täglich in Anspruch. Aber auf jeden Fall wurden in der Apostelgeschichte 11, Vers 26 zum ersten Mal die Jünger in Antiochia Christen genannt. Nachdem sie das ganze Jahr unterrichtet wurden, nachdem sie wirklich eine Transformation erlebt haben, indem sie wirklich immer näher zu Jesus gekommen sind und er in ihnen immer mehr sichtbar wurde. Amen, ja. Weil Christen heißt kleine Gesalbte, Christus der große Gesalbte. Ja. Und das ist das Ziel von allen Christen, dass wir es immer mehr so werden wie er. Und da möchte ich gerne ein Buch empfehlen. Weißt du, es sind nämlich im Reich Gottes ganz andere Prinzipien wie in der Welt. Ja. Ja, in der Welt ja Raffe, Stehlen, Korruption. Im Reich Gottes gib und du wirst empfangen. Ja. Und dann die Größten, also der Herr ist in den Schwachen mächtig. Die Letzten werden die Ersten sein. Also, und da habe ich jetzt in Indien ein Prinzip kennengelernt, ein himmlisches, das mir immer Probleme verursacht hat in der Bibel. Und zwar die Tagelöhner. Mhm. Du heißt doch, dass die um 9 Uhr früh anfangen, genau, ja, den gleichen Lohn kriegen wie die um 3 anfangen. Oder die letzten Stunde. Ich sage, ja, das ist aber schon nicht fair. Also das kann ich nicht verstehen. Das ist nicht gerecht, okay? Weißt du, Reich Gottes macht nicht immer Sinn. Mhm. War ich jetzt in Indien, sehe ich da ganz viele junge Männer mit Motorrädern und einen Haufen andere junge Männer ohne. Ich sage, was ist da ein Aufstand oder was? Nein, es sind die Tagelöhner.
9 in der Früh. Die werden jetzt abgeholt, auf die Baustellen gebracht, die arbeiten den ganzen Tag. Um 3 Uhr ist der nächste Dienst. Mhm. Ganz gleich wie jetzt. Dann habe ich gesagt, ja und? Ja, die kriegen den gleichen Lohn wie die jetzt um 9 Uhr anfangen. Mhm. Und manche kommen noch in der letzten Stunde und kriegen den gleichen Lohn. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wow, die leben in Indien dieses Prinzip, das mir immer Probleme verursacht hat. Das habe ich nicht verstanden. Und weißt du, es ist eigentlich ein Zeugnis für uns, dass diejenigen, die in der letzten Sekunde sich für Jesus entscheiden, auch noch in die ewige Herrlichkeit kommen. Amen. Ja. Wie Jesus zu dem gesagt hat, der am Kreuz neben ihm hing, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ja. Ja, weil er erkannt hat, das ist Jesus. Ja, genau. So, er ist der Erlöser, ja. So, weißt du, es kommt jetzt wirklich, es geht nicht mehr um Religion, überhaupt nicht. Religionen lähmen, Religionen grenzen ein, beschränken dich, Religionen versklaven. Ja. In Indien, ich hätte die ganzen Kirche schießen können, die ich da gesehen habe jetzt. Die sind wichtiger wie die Menschen. Ja, das ist doch ein Wahnsinn. So gläubig, also so gescheite Menschen, intelligente. Aber weißt du, Intelligenz hat nichts mit Weisheit zu tun. Mhm. Intelligenz kommt vom Baum der Erkenntnis. Ja. Und von dem soll man nicht essen. Ja. Amen. Im Wort steht ja sogar, dass die weltliche Weisheit der Weisheit Gottes entgegensteht. Ja. Genau. Mhm. Nein, das sind zwei Bäume. Es ist immer noch heute der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens. Ja. Weißt du, ich habe vor 6 oder schon 7 Jahren eine Botschaft gehört, eine Predigt von einem messianischen Juden. Und der hat gesagt, die westliche Welt hat nicht vom Baum der Erkenntnis gegessen. Die haben den Baum gefressen. Und darf ich vielleicht noch dazu sagen, deshalb fühle ich mich so wohl in Afrika. Mhm. Weil in Afrika musst du Dinge entfalten lassen. Mhm. Hier muss man alles schon wissen. Ja. Und da darf ich ein kleines Beispiel erzählen, das mich so amüsiert hat und mir wirklich ja, die Wahrheit geoffenbart hat. Da war eine Konferenz jetzt schon vor vielen Jahren in Kampala mit vielen Europäern. Und es war eine wochenlange Konferenz und am ersten Tag gab es kein Programm. Und die Europäer waren so nervös. Ja, was ist da los? Hast du ein Programm? Nein, keiner hat ein Programm. Und die Afrikaner haben das erkannt. Und das sind ja, sie sind sehr lieb, ja. Und dann haben sie am nächsten Tag angekündigt, gleich in der Früh, in dem Büro da hinten kann man sich ein Programm für den Tag holen, ja. Alle weisen wie von der Tarantel gestochen auf das Büro zu. Kein Schwarz hat sich bewegt, ich auch nicht. Und dann sind sie zurückgekommen und haben was im Griff gehabt. Ja, den ganzen Tag haben sie da drauf geschaut. Am Abend hat weder eine Zeit, noch ein Sprecher, noch ein Thema gestimmt. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, wie siehst du das? Geben wir ihnen noch einen Tag. Am nächsten Tag war wieder ein Programm für den Tag. Haben sie wiedergeholt, am Abend war wieder das Gleiche. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, die verarschen uns, okay? Die wissen, wir wollen was im Griff haben. Jetzt schreiben sie halt was, ja, damit wir was haben. Mhm. Sage ich, Herr Jesus, wie siehst du das? Mhm. Welches System ist besser? Das Europäische, wo man schon am Montag, oder das Westliche, wo man schon am Montag weiß, was am Samstag passiert? Oder das Afrikanische, wo du am Montag noch nicht weißt, was am Montag passiert? Mhm. Dann hat der Herr zu mir gesagt, Maria, meine Jünger haben jeden Abend gewusst, wie das Programm gelaufen ist. Kennst du aus? Mhm. Ja. Wir wollen alles und wir glauben, wenn wir es wissen, haben wir es im Griff. Mhm. Aber ich glaube jetzt, Gott führt uns jetzt in eine Zeit, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Ja. Mhm. Wir werden bald mal nichts mehr im Griff haben. Mhm. Und weißt du, auch die satanischen Werke sind von Gott zugelassen. Mhm. Beim Hiob musste Satan die Erlaubnis bekommen, den Hiob zu versuchen. Und zwar konnte er ihn nur dort versuchen. Der Hiob hat dann gesagt, wovor ich mich fürchtete, kam auf mich. Mhm. Und deshalb war die offene Tür. Ja. Und wir müssen jetzt unbedingt von der Sprache der Angst wegkommen in eine Sprache des Glaubens. Mhm. Und zwar, was das Wort Gottes sagt. Mhm. Das Wort Gottes spricht genau über diese Zeit. Ja. Wäre sehr klar. Ja. Und er sagt, wir sollen uns freuen, mhm, wenn wir das alles sehen. Mhm. Denn dann können wir mit Garantie rechnen, dass Jesus bald kommt. Amen. Amen. Ja. Und ich warte jeden Tag. Du hast ein sehr wichtiges Stichwort vorher gesagt, und zwar auch für diese kommende Zeit. Die Gemeinde muss reif werden, in die Reife kommen. Das Stichwort hier ist auch Jüngerschaft. Ja. Und wir bieten hier im Haus auch Jüngerschaftsschulen an, eine 5-wöchige, eine intensive und auch eine 10-monatige.
was ja auch ganz in deinem Sinne ist. Ja, total. Ja. Du hast jetzt auch gesagt, Jüngerschaft entwickelt sich auch immer mehr in deinem Werk. Absolut. In Afrika. Wie würdest du jetzt für jemanden Jüngerschaft beschreiben, der jetzt noch nicht so viel damit anfangen kann? Ja, da möchte ich jetzt auch noch zu etwas von vorher sagen. Wir haben angefangen mit Lebensseminaren. Mhm. Wir haben erkannt, die Christen wissen nicht, wer sie sind. Und darum müssen wir ihnen eine Gelegenheit geben, zu erkennen, wer sie sind. Okay? Und da, sie identifizieren sich über ihren Beruf, über das, was sie besitzen, also alles Mögliche. Aber kaum jemand erkennt, ich bin wertvoll. Und wenn ich nie mehr was tue, allein durch die Erschaffung, die Gott mit mir gemacht hat, bin ein einmaliges, noch nie dagewesenes, herrliches, einmaliges Geschöpf Gottes. Halleluja. Genau, jeder von uns. Und allein das ist schon Identität. Und wir, weil wir das eben noch nicht wissen, glauben, wir müssen uns was verdienen. Und die Hölle verdienen wir uns. Weil das ist dann Selbstgerechtigkeit. Mhm. Und mit Selbstgerechtigkeit, Selbstverwirklichung, selbst, kommen wir nie dorthin, wo Gott uns haben möchte. Mhm. Weil wir sind schon, wir müssen erkennen, wer wir schon sind. Amen. Durch den Tod Jesu Christi. Ja. Der hat euch schon zahlt. Es ist vollbracht. Wir sind die gesegnetsten, wunderbar, mit einer riesigen Hoffnung ausgestatteten Menschen. Kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört. Es ist in kein Menschenherz eingedrungen, was Gott vorbereitet hat für die, die ihn lieben. Das ist in 1. Korinther 2,9. Ja. Weißt du, und das ist für mich jetzt in den letzten Monaten so absurd vorgekommen. Der Himmel ist ein Geschenk. Keiner kann sich den Himmel verdienen. Nur indem wir Jesus aufnehmen und sagen, Herr, ich erkenne, ich schaff's nicht. Mhm. In meiner eigenen Kraft. Ich bin sie, die Haupt, die kann sie. Aber der Herr Jesus hat alles schon bezahlt. Er ist an meiner Stelle gestorben, damit ich leben kann. Ja. Ich muss nur erkennen, dass ich ihn brauche. Das ist Demut. Ja. Und ich muss erkennen, was er getan hat. Und dann in dieser innigen, intimen Liebesgemeinschaft und Gehorsamsgemeinschaft mit ihm leben. Das ist das schönste Leben auf Erden. Wie lebst du das im Alltag? Was ist für dich Intimität mit Gott im Alltag? Im Alter oder im Alltag? Im Alltag. Also, weißt du, ich bin persönlich überzeugt, dass Gott für jeden Menschen die ganze Nacht den nächsten Tag vorbereitet hat. Und wenn ich aufwache, sage ich fast jeden Tag, oder das ist meine innere Haltung, spannend, was du heute für mich vorbereitet hast. Öffne mir die Ohren und Augen des Herzens, damit ich es erkenne und darin wandle. Und manchmal sind es die kleinsten Sachen, die unwahrscheinliche Auswirkungen haben, ja, des Gehorsams. Ja. Die Bibel sagt ja im Deutschen so wunderschön, nicht die Bibel, sondern im Deutschen haben wir dieses Wort, gehorch. Mhm. Gehorch. Also während wir durch den Tag gehen, sollen wir immer mit einem Ohr auf Gott hören. Und das tun, was er zeigt. Mhm. Einfach wie ein Kind. Wir müssen werden wie die Kinder. Mhm. Ob es logisch ist oder nicht, hat mit der Logik oft gar nichts zu tun. Also Gott hat schon so viel mir zugemutet. Er hat mich auch schon einmal gefragt, vor einigen Jahren, ob ich bereit bin, ein Narr für ihn zu sein. Dann habe ich gesagt, das ist nicht ein edler, keine edle Identität. Ja. Aber wenn das ist das Beste, hast was, dann hat er gesagt, nicht viele sind bereit, ein Narr für mich zu sein. Mhm. Weil da mute ich dir Dinge zu, die keinen Sinn machen für die Menschen. Aber wenn sie es beobachten, das Ergebnis ist wunderbar. Mhm. Und so hat Gott mir jetzt in Afrika lauter verfluchte Gebiete gegeben, wo Zauberer drauf gewohnt haben, bezahlte Mörder. Ein Berg, den wir gekauft haben, ich sage das war der Anbetungsberg Satans für Afrika. Da haben sie dem Teufel dauernd schwarze Bullen geopfert. Leute sind hinaufgegangen, tot umgefallen, da ist nie geregnet und hat nichts gewachsen. Außer ein paar Kakteen und Schlangen ohne Ende. Und ich, weißt du, naiv wie ich bin, wenn Gott sagt, tu das, setze ich meine besten Rechtsanwälte ein, wird vermessen, alles gemacht. Ich komme zu den letzten Unterschriften, weil wenn die Haut sehen, ist es immer sehr teuer. Meine Mitarbeiter, alles Afrikaner, ich habe über 1500 Mitarbeiter. Und zwar sehr gute Menschen, die auf Gott hören auch.
Und bei der letzten Unterschrift komme ich, ja. Und wenn ich unterschrieben habe, komme ich dann meistens drauf, was ich wieder unterschrieben habe. Sag ich, lieber Gott, was hast du denn schon wieder? Warum hast du mich nicht gewarnt? Dann hat er gesagt, Maria, mach Reich Gottes daraus. Mhm. Beim ersten, das war ein verfluchtes Gebiet, da wollte niemand mehr wohnen, weit und breit. Und es wurde mir sogar geschenkt. Ja. Da habe ich gesagt, Herr, warum hast du mir das geschenkt? Das ist ja nur ein Problem, das ist ein Katastrophengebiet, sagt er. Name ändern. Sag ich, Namen ändern, Katastrophengebiet. Und er sagt, nein, Gloryland, Herrlichkeitsland. Und wie er mir sagt, Herrlichkeitsland, ist da oben einer Schalter gegangen. Und ich habe nur mehr noch Herrlichkeitsland gesehen. War noch gleich viel Zauberer drauf, waren noch gleich viel bezahlte Mörder, Schlangen ohne Ende. Aber ich habe es mit den Augen Gottes gesehen. Mhm. Und dann war Folgendes, dann habe ich meine, ich habe ja ganz viele Menschen, die das Land roden, weil wir kriegen sehr viel Wildernis, richtig, wo auch wilde Tiere noch sind und Schlangen und so weiter. Dann habe ich das Team gebeten, sie sollen das Unterholz wegnehmen, damit die Schlangen loswerden. Die Bäume lasse ich kaum schneiden, die Bäume lasse ich stehen. Und dann kam der höchste Zauberer von dem Ort zu denen und hat gesagt, ich werde jetzt dann ein Schaf opfern zu meinem Vormann, damit du und die Mama Maria bald sterbt. Und weißt du, die Afrikaner haben so eine Schlagfertigkeit. Dann sagt er, was? Ein Schaf? Fang mit 100 an. Tschüssi. Und geht mit seinen Leuten weg. Mhm. Und dann haben sie gesagt, der Mama dürfen wir das nicht sagen. Weil die kennt unsere Kultur noch zu wenig. Aber wir werden jetzt jeden Tag beten, dass diese Dunkelheit mit dem Licht Gottes durchdrungen wird. Das haben sie gemacht. Halleluja. 3 Wochen später ist der Zauberer tot auf einem unserer Wege in dem Grundstück aufgefunden worden, ohne menschliches Eingreifen. Mhm. Und in der gleichen Woche sind noch 2 der nächsthöheren Zauberer in ihren Betten tot aufgefunden worden. Ich habe gar nicht gewusst davon, also ich konnte gar nicht beten dagegen. Und ich war schockiert. Ja. Ich war schockiert. Weißt du? Wenn du mit Gott gehst, bist du der Augapfel Gottes. Halleluja. Die Gesalbten Gottes sind der Augapfel Gottes. Mhm. Und wer in den Augapfel Gottes greift, da reagiert Gott sehr schnell. Mhm. Und dann kam die Furcht Gottes. Ja. Dann sind die weggezogen, der Reihe nach. Also die bezahlten Mörder sowieso alle. Mhm. Und dann die ganzen Zauberer und ein paar so harmlose sind noch geblieben. Die haben sich dann bekehrt in unserem Gottesdienst. Ja. Mhm. Aber es ist ein Kampf. Ja. Denn, wie du sagst, es sind 2, wie hast du gesagt so schön? 2 Reiche. 2 Reiche. Mhm. Das Reich der Dunkelheit und das Reich des Lichtes. Mhm. Und Gott möchte jetzt, dass das Reich der Dunkelheit mit dem Licht Gottes durchdrungen wird. Halleluja. Und da braucht er uns dazu. Ja, genau. Und da fürchten wir uns, verstehst du? Aber wir sollen herrschen. Nicht über die Menschen, sondern über diese Mächte der Finsternis. Mhm. Und wir sollen alles, was der Feind sich unter den Nagel gerissen hat, ihm aus den Händen reißen und ins Reich Gottes bringen. Und dort Reich Gottes Prinzipien leben. Ja. Und das ist unser Auftrag. Mhm. Und dieses Umdenken kommt jetzt. Auf allen Ebenen des Lebens. Mhm. Allen Ebenen. Auch durch Jüngerschaft, also durch dieses Reifwerden und dieses sich auf das Wort stellen. Ja. Mir kommt jetzt gerade auch so eine Frage, warum denkst du, ist Europa so blind für diese unsichtbare Welt? Weil sie sehr viel vom Baum der Erkenntnis gegeben. Wissen ist alles. Ja. Nicht nur Europa, auch Amerika. Mhm. Ja. Und noch etwas, was mich immer wieder zu Tränen und Zorn rührt, ist, der Satansaltar ist in Berlin. Mhm. Ja. Und das ist ein ganz starker Griff des Feindes, der Dunkelheit in Europa. Ja. Und 2 Weltkriege haben schon angefangen. Und jedes Mal, wenn sie es wieder renoviert haben, ist eine Welt. Und jetzt renovieren sie es wieder. Mhm. Also, die Türken wollten ihn schon zurück, Bergamo, ja. Und das Kunststück kann man auch nicht loslassen. Meine Güte, was sind denn das für Hirschen? Ja. Am liebsten hätte ich ihn selber hinuntergetragen. Ja. Wenn ich die Möglichkeit hätte. Weißt du, der Europäer ist ziemlich voll von sich selbst. Ja. Und selbst ist einfach, ist unabhängig von Gott. Und ein Jünger wird erkennen, dass er Gott nötig hat, permanent in seinem Leben. Ja. Und Gott nötig zu haben, permanent in deinem Leben, ist die größte Reife eines Menschen. Amen.
Und das ist die Umschichtung. Mhm. Nicht? Die anderen wollen selbst Gott beeindrucken mit dem, was sie tun. Und die anderen sind zu dem Punkt gekommen, ich bin es nicht, habe es nicht und kann es nicht. Mhm. Aber Christus in mir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich stelle mich ihm total zur Verfügung und er darf mit mir machen, was er will, wann er will, wo er will, wie er will. Er kann mich auf null reduzieren, was er gerne tut, in meiner eigenen Kraft. Aber er muss seinen Namen groß machen. Mhm. Er muss mich zum Segen für die Menschen setzen. Mhm. Und mir Frieden und Freude geben, den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Mhm. Und das ist die Umschichtung, verstehst du? Ja. Da ist selbst am Arbeiten, am Werken und hier ist Christus am Arbeiten. Mhm. Und wir gehören nicht mehr uns, wir gehören dem Herrn Jesus Christus. Mhm. Und da ist eben der Afrikaner, der nicht da oben, der ist nicht blöd, ja. Mhm. Absolut nicht blöd. Aber er hat nicht so vom Baum der Erkenntnis gegessen, sondern er ist da unten. Ja. Bei ihm ist, ja, er lässt es entfalten. Weißt du, wir haben auch eine Zirbeldrüse, ja, da oben. Die Zirbeldrüse ist die Verbindung mit Gott. Und da habe ich mir sagen lassen vor kurzem, dass in Europa diese Zirbeldrüse 20% offen ist und in Afrika 80%. Oh, wow. Und wenn du runtergehst, du spürst, die Menschen haben einen heißen Draht zur geistigen Welt. Mhm. Natürlich zur dunklen genauso auf wie zur hellen, Seiten, auf beiden Seiten. Mhm. Da triffst du auch Hexer und Zauberer, wie du glaubst, du bist im Mittelalter. Mhm. Mhm. Also das ist schon auch drastisch. Mhm. Aber du weißt noch, wo der Teufel sitzt. Hier weiß man es ja gar nicht mehr. Ja, genau. Das ist ja gesellschaft sich so akzeptiert. Ja, furchtbar. Mhm. Dieses Mischmasch ist extrem gefährlich. Mhm. Ja. Auch Religiosität, der Feind versteckt sich hinter Religiosität. Religionen, es gibt über 4200 Religionen mit allen Sekten, ja. Mhm. Und alle sind nicht fähig, dich in die ewige Herrlichkeit zu bringen. Alle. Sind eine Irreführung, sind eine Verführung, eine satanische Verarschung. Mhm. Nur eine Hingabe und ein Vertrauen und Glauben, wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, dass er vom Toten auferstanden ist und das mit dem Mund bekennst, bist du erlöst. Es ist so einfach. Ja. So einfach. Mhm. Und dann eben, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und das willst du einfach. Wenn du weißt, was der schon für dich getan hat, dann willst du in dieser permanenten Verbindung leben. Und im Johannesevangelium, da würde ich allen, die jetzt hören, das einmal empfehlen, das ganze Johannesevangelium zu lesen, besonders Johannes 15. Da steht auch, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Mhm. Ich glaube, im Psalmen 37,4, habe deine Lust am Herrn. Mhm. Wie ich das jetzt erst einmal gelesen habe, gedacht, Lust und Bibel passt nicht gut zusammen, oder? Aber wirklich, wenn du deine Lust, das heißt deine erste Liebe, deine ganze Hingabe an Gott hast, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und das Leben wird lustig. Amen. Amen. Im Matthäus-Evangelium 6,33. Suchet zuerst mein Reich, meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Mhm. Ich werde vor Zufällen fast erschlagen. Mhm. Und Gott, für Gott ist nichts, weißt du, ihm gehört alles. Der will dir alles geben, was du brauchst, damit du das tun kannst, was er für dich vorbereitet hat. Unwahrscheinlich. Mhm. Ja, ja. Die Monika Flach sagt über dich, dass du eine Glaubensfrau bist mit der Salbung des fünffältigen Dienstes. Und ja, wir kommen aus einer Zeit, wo es viele solche Glaubenshelden und Heldinnen auch gegeben hat. Billy Graham, Reinhard Bonnke und man könnte noch viele hier aufzählen. Und gleichzeitig kommen wir jetzt aber auch in eine Zeit, wo der Herr weggeht von diesen einzelnen Helden und sich ein Volk bereitet und die Braut schön machen will. Amen. Was würdest du dieser Braut von heute raten? Ja, also erstens einmal, eine Braut hat ihren vollen Fokus auf den Bräutigam. Mhm. Sie hat, da gibt es keine Konkurrenz in dieser Beziehung. Mhm. Ihn alleine zu befriedigen, ist ihr Ziel. Mhm. Amen. Und auch alles von ihm zu empfangen. Mhm. Es ist diese Exklusivbeziehung, weißt du? Es ist nicht Jesus und, sondern Jesus alleine. Ja. Unsere Hoffnung auf Herrlichkeit. Also und diese Beziehung mit Gott ist eine extreme Exklusivbeziehung. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Da war ich in Amerika mal bei einer Familie
Und der Mann hat wunderschön gemalt. Ja. Und da war die ganze Wohnung voller Bilder, man hat gar nicht mehr hinschauen können, um noch eine Mauer zu sehen. Und dann stehe ich da mit dem Ehepaar, ja, von dem Maler und seiner Frau, und sage, kann man da eines von den Bildern kaufen? Sagt die Frau, kein einziges kommt mir weg. Sag ich, Entschuldigung, also bitte, ich wollte ja nichts wegnehmen, ich wollte schon bezahlen. Nein, Maria, das sind die Konkubinen meines Mannes. Wenn der malt, bin ich nichts mehr. Die müssen da bleiben, alle. Also die Frau war eifersüchtig, weil es der Mann das Malen noch mehr geliebt hat wie sie. Amen. Mich hat er einmal gefragt, Maria, wenn dich niemand mehr fragen würde um etwas, wenn du niemand mehr dienen könntest, würdest du mich trotzdem noch lieben? Dann habe ich gesagt, Herr, da könntest du mich eigentlich nach Hause nehmen, ja? Da habe ich ja keine Bedeutung mehr hier. Sagt er, aha, der Dienst ist dir wichtiger geworden mit deiner Beziehung zu mir. Du heute, mir ist die Beziehung zu Jesus das Allerliebste. Halleluja. Das muss permanent passen. Alles ja. andere ist zweitrangig. Ja. Ja. In einer Ehe genauso. Mhm. Die zweite Exklusivbeziehung, die Gott geschaffen hat, ist die Ehe. Ja. Ja. Und zwar die Ehe, die Gott geschaffen hat. Ja. Mann und Frau und Gott. Nicht Petrus und Adam, sondern Adam und Eva. Mhm. Und da haben wir also mit dieser ganzen neuen Gender Movement, das ist ja eine Ohrfeige nach der anderen in das Gesicht Gottes. Ja. Ja. Bin so dankbar, ich habe meine Tochter gefragt, bevor ich jetzt da nach Europa geflogen bin, du Schatzi, bist du eigentlich glücklich als Frau? Sagt sie, Mama, was hast du denn? Gott macht doch keinen Mist. Ich bin total richtig. Nie möchte ich ein Mann sein. Ja. 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 Und wisst ihr, das ist nämlich auch Rebellion. Das ist eine totale Rebellion. Mhm. Ja, ich bin dankbar für Gott, dass Gott mich so gemacht hat, wie er mich gemacht hat. Ja. Und dich auch, verstehst du? Mhm. Ja. Jeder ist ein einmaliges Geschöpf und Gott macht keinen Blödsinn. Ja. Ja. Der macht auch keinen Schund. Mhm. Nur herrliche Originale. Mhm. Kannst du auch nicht vergleichen miteinander. Ja. Sonst hast du eine Kopie. Ja, dieser Zeitgeist auch, der jetzt herrscht und der zeigt uns eigentlich wirklich, dass wir am Ende des Zeitalters angekommen sind. Ja. Du bist auch selber in den letzten Jahren deines Lebens. Hast du eine Ahnung? Gott sagt mir immer, ich bin erst am Anfang. Halleluja, ja. Halleluja. Der hat noch viel vor. Das glaube ich dir wirklich. Was würdest du sagen, welche Aufträge der Herr dir gegeben hat, um in dieser Zeit auch sein Kommen zu beschleunigen? Ja, der Herr sagt, wenn alle Nationen, und eine Nation sind Sprachgruppen, wenn die alle das Evangelium gehört haben, dann, weil er möchte jedem die Gelegenheit geben, zu hören. Amen. Und ich weiß nicht, ob das schon hundertprozentig geschehen ist. Mhm. Und wir kriegen jetzt ja in Uganda eine Fernsehstation mit Satellit, die ganz Afrika, Asien und Europa deckt und wir werden predigen. Ich glaube, die Medien machen es jetzt möglich, dass eben Reich Gottes übergepredigt wird. Mhm. Aber ich glaube, wir sind unwahrscheinlich nahe dran. Mhm. Unwahrscheinlich nahe. Also mich würde es freuen, wenn er lieber gestern käme wie morgen. Amen. Aber es sind eben viele, die noch auf dem falschen Weg sind, verstehst du? Und Gott ist ein Gott der Liebe und er hat Geduld und er wirbt um sie. Und weißt du, vielleicht 2-3 Jahren hat zu mir der Herr gesagt, Maria, durch wen arbeite ich? Und dann habe ich gesagt, ja, lieber Gott, du hast nur uns, durch die Menschen arbeitest du auf dieser Welt. Und durch wen arbeitet Satan? Auch nur durch Menschen. Ja. Und da wurde mir so bewusst, wir sind die Stellvertreter Gottes auf Erden. Ja. Und es ist ein riesiger Auftrag. Ich habe nicht ein Leben für mich. Ich habe ein Leben, das Gott vertritt. Ja. Und das ist eine Verantwortung und ein Auftrag. Aber er gibt auch alles dazu. Er gibt alles dazu. Ich bin die glücklichste, die nennen mich die schwarze Mutter mit der weißen Haut. Ich weiß, das ist das, was Gott für mich vorbereitet hat. Ja. Aber ich bin extrem dankbar hier, weißt du, Gott liebt alle Menschen, aber er zwingt keinen, er zwingt keinen. Und der Himmel ist ein Geschenk, die Hölle verdienen wir uns. Ja.
Wir sind jetzt gerade, weil du nochmal den Kreis geschlossen hast, dass du auch sehr dankbar bist für diesen Ort hier und für das Werk. Wir sitzen jetzt gerade im Haus des Gebets für alle Nationen. Und der Herr hat uns ja auch gesagt, dass das ein Zionsort ist. Amen. Ein Ort, wo auch Lobpreis, Anbetung ja. und auch Lehre ausgehen soll in den deutschsprachigen Raum. Wie würdest du die Entwicklung in den letzten Jahren und eigentlich Jahrzehnten hier kurz zusammenfassen? Ja, weißt du, wie wir gekommen sind jetzt, das sind glaube ich schon fast 30 Jahre her, war in Tirol das Gerücht, passt's auf, eine gefährliche Sekte kommt. Und das hat natürlich wehgetan, ja. Und jetzt hat mir erst der Bürgermeister vor kurzem gesagt, Frau Brehan, eines garantiere ich Ihnen, keiner glaubt mehr, dass Sie eine Sekte sind. Halleluja. Und für diesen Ort wurden schon viele Prophetien bei großen Konferenzen ausgesprochen, dass von hier Erweckung ausgeht, für Europa. Mhm. Und das klingt für uns sehr groß, ja, aber für Gott ist nicht so groß. Mhm. Was er spricht, das geschieht. Und was ich jetzt bei der Konferenz da drunten erlebt habe, ja, das war so ein Überhandnehmen des Heiligen Geistes von dem Ganzen, dass ich gespürt habe, da läuft das, da läuft das. Und da waren jetzt Menschen von ganz Europa da. Ja. Von Hamburg, von Wien, von Südtirol, von Schweiz, von überall her. Mhm. Und die tragen das jetzt hinaus. Ja. Und ich glaube, das ist erst der Anfang. Mhm. Das wird immer schneller, schneller, schneller jetzt. Aber wir sollen wirklich groß denken. Mhm. Du kannst bei Gott nie groß genug denken, denn dann wird er verherrlicht. Nicht, wie viel kann ich produzieren oder was kann Gott durch mich machen, sondern was kann er durch mich machen. Ja. Nicht ich für ihn, sondern er für mich und durch mich. Ja. Also ich habe größte Hoffnung für hier. Mhm. Größte Hoffnung, dass hier wie von dem Berg der Herrlichkeit Gottes, wie Ströme des Lebens ausgehen, Ströme der Heilung, Ströme der Befreiung, Ströme der Herrlichkeit. Mhm. Und weißt du, wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Und die Menschen sehnen sich nach Herrlichkeit, ja. Aber viele sind noch so in ihrem Materialismus gefangen, in ihrem Wohlbefinden, in ihrem Wohlstand, dass sie noch nicht gelernt haben, auf die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Mhm. Aber das kommt noch. Mhm. Und von hier geht die Herrlichkeit Gottes aus. Halleluja. Ja. Du, ich möchte jetzt ein Buch empfehlen, was die Leute lesen sollen. Und zwar haben der Pastor Daniel Exler und ich ein Buch geschrieben, Ab durch die Decke, hinein ins Reich Gottes, denn die Herrlichkeit Gottes wartet auf uns. Und da möchte ich nur die Themen, das ist jetzt so ein Buch, das für die Zeit passt. Dieses Buch ist ausschließlich Jesus Christus gewidmet. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und durch ihn wurde alles geschaffen. Die Themen, raus aus der Angst. Das Alte zurücklassen. Es kommt Veränderung. Altes Denken zurücklassen. Es kommt jetzt ein Umdenken. Amen. Da oben geschehen nämlich, da fallen die Entscheidungen. Vergebung. Jesus kam, um uns zu versöhnen. Viele Menschen sind mit sich selbst noch nicht versöhnt. Mit der Umwelt, mit Gott selbst. Die machen immer nur rum. Den Willen des Vaters tun. Mhm. Glaube. Weißt du, Glauben im Deutschen hat so, da muss ich jetzt ein kleines Beispiel dazu sagen, hat so ein wackeliges Fundament. Ja. Ich glaube, morgen regnet es. Was ich sage, ich bin mir nicht sicher. Und dann haben wir noch das Wort, Glauben heißt nichts wissen. Und da war ich in Amerika und dann sagt ein Pastor, der bei mir erkannt hat, das Wort Glauben steht auf sehr wackeligen Beinen, sagt er, Maria, jetzt will ich dir ein Beispiel sagen, was Glaube ist. In Amerika hat ein Seiltänzer zwischen zwei Hochhäusern in New York eine Woche lang trainiert für seine Samstagvorstellung auf dem Seil. Ein Pensionist hat ihm zugeschaut und so am Donnerstag hat er sich gedacht, mit dem Mann muss ich reden. Der geht auf dem Seil sicherer wie ich auf der Straße. Und dann hat er ihn empfangen auf der anderen Seite und sagt, also Sie haben eine Sicherheit auf dem Seil. Ich bin total geblättet, wie sicher Sie dort sind. Ich gehe auf der Straße nicht so sicher. Sagt der Seiltänzer, danke. Ich habe mir heute überlegt, ich würde da gern am Wochenende einen Schubkarren darüber schieben. Würden Sie sich hineinsetzen? Hast du das jetzt gespürt? Das war das Gefühl des Glaubens. Der hat natürlich herzhaft Nein, danke gesagt. Ja. Am Samstagabend schob der Seiltänzer
einen Schubkarren über dieses Seil. Und ein junger Mann saß darin, ganz entspannt. Der Pensionist ist schier, hat einen Herzinfarkt gekriegt, wie er das gesehen hat, aus Angst, was jetzt passieren kann. Da ist nichts passiert, die sind rüber und wie der Pensionist diesen jungen Mann in dem Schubkarren sieht, sagt er, hast du nicht Angst gehabt? Sagt er, nein, wieso? Sagt er, ja, aber das war das nicht furchtbar? Sagt er, nein. Ja, warum hast du denn keine Angst gehabt? Das war doch mein Papa. Ja. Wir müssen wissen, wer unser Leben in der Hand hat, ja, auf wem wir das Fundament des Glaubens bauen, verstehst du? Mhm. Wir haben alle Glauben. Mhm. Ich habe nicht gesehen, dass du den Stuhl ordentlich gebeutelt hast, bevor du dich hingesetzt hast heute. Weil der Glaube da war, wenn du dich hinsetzt, der hält dich, ja. Und so ist unser Glaube nur so stark, wie das Objekt, in das wir ihn geben. Mhm. Und unser Glaube muss in den Gott fundiert sein, der nicht lügen kann, ja, und in sein Wort. Ja. Der Glaube ist das Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, mhm, und auch nicht weiß. Mhm. Das ist einfach ein, wenn man denkt, da muss ich, darf ich noch was erzählen? Natürlich. Der Noah fragt mich Gott vor Jahren, ob ich bereit bin, den Glauben von Noah zu entwickeln. Sag, lieber Gott, lass mich nachdenken. Ja. Ich denke, nach 100 Jahren hat der auf einem Berg oben ein Schiff gebaut, wo weit und breit kein Wasser war. Er war kein Tischler, er war kein Schreiner. Er hat wahrscheinlich lausige Werkzeuge gehabt. Und 100 Jahre wurde der Mann ausgelacht. Das musst du dir vorstellen, 100 Jahre. Man hat gesagt, hast nichts Leichtes. Der Glaube ist mir zu lang. Aber stell dir vor, der Noah hat nicht aufgegeben, Gott zu vertrauen. Und diese Arche hat ihn, seine Familie und von jeder Tierart ein Märchen gerettet. Und den anderen ist das Lachen vergangen. Mhm. Und auch jetzt kommen wir in einer Zeit, wo die, die uns auslachen, denen wird noch das Lachen vergehen. Mhm. Denn Gott sagt, dass die Endzeit kommt. Und wir können, wenn wir die Offenbarung lesen, dann habe ich nie gelesen vorher. Also ich habe angefangen, aber es war mir viel zu wild, was da drinnen steht. Wenn du heute liest, dann glaubst du, du liest die Tageszeitung. Mhm. Und dass wir uns eben freuen sollen. Dieses Zeitalter kommt zu einem Ende. Mhm. Und dann kommt das Zeitalter der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Ja. Die Konferenz, die du gerade erwähnt hast, die wir gemeinsam mit Daniel Exler, ja, in Imst gerade hatten, die hatte den Titel Tage der Ermutigung. Ja. Was ist deine Ermutigung für die deutschsprachige Gemeinde? Ja, also meine Ermutigung sind die, die wirklich Gott mehr glauben und vertrauen, wie den Umständen. Die Deutschen haben eine Gnade der Nachfolge, wie ich es noch nie bei einem anderen Volk erlebt habe, und ich war schon weit auf der Welt herum. Mhm. Aber es fehlt ihnen noch die Erkenntnis, wem sie nachfolgen. Mhm. Die haben nicht den Geist der Scheidung. Mhm. Und dann habe ich auch, ich habe schon vor 6 Jahren, wie ich in München gelandet bin, laut gehört. Ich habe gesagt, Herr, was höre ich? Sagt er, die westliche Welt schnarcht und rast mit einer Affengeschwindigkeit auf einen Abgrund zu und merkt es nicht. Dann habe ich gesagt, ja, dann küsse sie wach. 2 Jahre später bin ich wiedergekommen, war wieder das gleiche Schnarchen. Dann habe ich gesagt, anscheinend hat das Küssen nichts genützt, klopf sie wach. Und dann kam mir so die Offenbarung, weil ich habe ja noch den Hitler erlebt, ja. Beim Hitler mussten 80 Millionen Menschen sterben, bevor der westlichen Welt, den Deutschen, die Augen aufgegangen sind, wem sie nachfolgen. 6 Millionen Juden, 72 Millionen Zivilisten und Bürger und Soldaten. Dann habe ich gesagt, wie viele müssen diesmal sterben, bis ihnen die Augen aufgehen? Dann hat der Herr gesagt, es müsste keiner sterben. Sag ich, ja, Halleluja, was müsste geschehen, wenn sie alle wieder göttlichen Gesetze widerrufen? Mhm. Alles, was nicht mit der Furcht Gottes, mit der Ehrfurcht vor den Ordnungen Gottes bestehen kann. Mhm. Und dann habe ich gesagt, und wenn sie das nicht machen? Dann hat er gesagt, dann muss ich sie bis zum Schweinetrog gehen lassen. Denn da hat sich der verlorene Sohn, der vorher geglaubt hat, Geld ist seine Sicherheit, dann die Menschen, an die er sich klammert,
dann muss er uns wie diesen verlorenen Sohn bis zum Schweinetrog gehen lassen, weil dort hat sich der verlorene Sohn erinnert an die Güte des Vaters. Mhm. Und so ist mein Vertrauen in die Gläubigen in Deutschland, und es gibt noch wunderbare Gläubige, aber auch an die Langmut und Geduld Gottes, dass er noch so viel Druck auf uns legt, damit das Herz offenbar wird. Mhm. Und wir erkennen, wie wir falsche Wege gegangen sind und umkehren. Mhm. Gott will, dass keiner verloren geht. Aber manchmal braucht es großen Druck. Weißt du, ich zum Beispiel, die Selbstmorde haben zugenommen. Ja. Und ich habe schon jahrelang gebetet, dass Gott mir die Gnade schenkt, alle Selbstmörder, die in meiner Nähe sind, zu mir zu bringen. Mhm. Weil dann kann ich ihnen sagen, ja, du musst sterben, deinem eigenen Leben gegenüber. Aber du kannst leben aus der Kraft und Gnade Gottes. Mhm. Und ich habe schon einige dürfen von dem Tod ins Leben führen. Mhm. Und es sind jetzt viele Menschen total an ihren Grenzen. Aber ich glaube, wir müssen noch lauter werden mit den Lösungen. Und das ist Jesus Christus. Amen. Ja. Er ist gekommen für die Schwachen. Die Schwachen, mhm. Der Herr ist mächtig in den Schwachen. Mhm. Und wir müssen schwach werden, damit er an uns stark werden kann. Ja, genau. Gut, mit dieser Ermutigung und auch Ermahnung. Aber warte, ich habe noch ein paar Kapitel hier. Ja, sehr gerne. Ja. Pass auf. Glaube, dann die wahre Größe im Reich Gottes. Die wahre Größe ist nicht ich, mich meiner mir, sondern Christus in mir. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Dass er mit mir tun kann, was er will. Dann der Heilige Geist, der schon ausgegossen ist über 2000 Jahre. Und das war derselbe Geist oder ist derselbe Geist, der durch Jesus gearbeitet hat. Und den brauchen wir, um dieses Leben in Christus zu leben. Und es haben nur die wenigsten. Ja. Dann Wohlstand und Großzügigkeit. Gott segnet uns, um ein Segen zu sein. Und da haben viele noch nicht erkannt, dass es geht um Verwalterschaft, nicht um Besitz. Sofort, wenn wir etwas besitzen, sind wir in Gefahr, besessen zu werden. Dann die Macht der Worte. In der Zunge ist die Macht von Tod und Leben, ja, mit unseren Worten. Das letzte Kapitel ist mein Lieblingskapitel. Verlass den Hühnerstall und werde ein Adler. Halleluja. Amen. Ja. Hühner sind nur geboren für die Bratpfanne. Ja. Und der Feind möchte jetzt viele verbraten. Okay? Mhm. Wir sollen Adler werden. Der Adler fliegt so hoch, dass seine Feinde, den Feinden die Luft ausgeht. Mhm. Mhm. Und er fliegt alleine, außer mit seiner Partnerin. Mhm. Sonst sind Adler immer alleine. Und wir müssen herauskommen aus diesem sich verstecken. Mhm. Hinter der Regierung, hinter was immer. Wir stehen jetzt vor Gott und unsere Entscheidungen zählen. Mhm. Und da sucht Gott eben Menschen, denen er sich anvertrauen kann. Mhm. Amen. Mhm, Amen. Ja, also das Buch kann man jetzt in allen Buchhandlungen bekommen. Mhm. Sag's noch einmal, ab durch die Decke hinein ins Reich Gottes. Mhm. Die Herrlichkeit Gottes wartet auf dich. Das haben der Pastor Daniel Exler und ich gemeinsam geschrieben. Und ich spüre, das ist wirklich ein Buch, das die Augen öffnen kann und die Herzen herausführen kann aus Angst. Mhm. Denn Angst ist die Sprache der Hölle. Ja. Und im Englischen ist Angst Fear, False Evidence Appearing Real. Falsche Tatsachen erscheinen uns real. Wir müssen das Leben und das Glaubens, wie du schon gesagt hast, dem Wort Gottes vertrauen. Mhm. Gottes Verheißungen wahrnehmen und sie für uns in Anspruch nehmen. Und das ist die Sprache des Glaubens. Und Glaube auf Englisch heißt Faith, F-A-I-T-H, for all I trust him, für alles vertraue ich ihm. Amen. Amen. Was für ein wunderbares Schlusswort. In diesem Sinne möchte ich mich herzlich bei dir bedanken. Bei dir geht's morgen auch schon wieder weiter, Amen. Gell? Du fährst in die Schweiz und dann bald auch wieder zurück nach Afrika, glaube ich. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine weisen und wahren Worte. Danke. Halleluja. Danke, du Schatz. Danke. Bin so stolz auf euch. Dankeschön, danke. Maria. Im wahrsten Sinne des Wortes, okay? Auch Gott ist dankbar und stolz auf die Menschen, mit denen er rechnen kann. Und mit euch kann er rechnen. Amen. Amen.